Für uns hat sich das nach dem ersten Lockdown dahingehend besser gestaltet. Wir konnten wieder Übungen machen in Gruppen. Es wurde immer montags, Dienstag, von montags bis freitags geübt in 5 Gruppen, jeweils zu 10 Mann. Dann kam der zweite Lockdown, beziehungsweise kam die Nachricht, dass wir wieder unsere Übungsstunden einstellen müssen. Natürlich war das für die Kameradinnen und Kameraden, wie soll ich sagen, ein Bruch wieder ins Unendliche oder da kam natürlich dann die Stimmung wieder auf. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt geht es eigentlich wieder umgekehrt. Zuerst unser Sozialverhalten. Wir konnten uns wieder untereinander treffen bei den Übungen. Natürlich alles nach Corona-Vorschriften mit Maske, Abstandsregelung und so weiter. Und dann standen wir wieder vor dem Nichts, sage ich mal so. Die Einsätze wurden gefahren, werden auch immer noch gefahren, klar. Nach Corona-Regeln. Die Fahrzeuge werden immer mit der Mindestbesatzung besetzt, mit Maske. Dafür rücken natürlich mehr Fahrzeuge aus, weil auch die Manpower fehlt. Das sind alles die Sachen, die Corona-bedingt umgesetzt werden müssen und umgesetzt werden sollen. Was natürlich auch für uns interessant ist oder für uns sehr wichtig ist, ist, dass wenn wir oder wenn ein Einsatzbefehl kommt, beziehungsweise wenn eine Notsituation entsteht, dass zum Beispiel bei Türöffnungen oder Notfalltüröffnungen, dass dann in der Meldung gleich erfolgt, ist es vielleicht ein Corona-Patient. Dass natürlich wir uns als Feuerwehr dementsprechend schützen können, wenn wir ausrücken, natürlich mit dementsprechendem Vollschutzanzug, mit dementsprechenden Filtern, dass die Leute natürlich, weil sie systemrelevant sind, unsere Feuerwehrleute dementsprechend geschützt sind. Wenn ich weiß, es ist ein Corona-Patient, können wir uns schützen. Wissen wir es nicht und haben nicht den dementsprechenden Schutz an, stecken wir uns vielleicht selbst an und dann haben wir das Problem innerhalb unserer Feuerwehr und wir fallen vielleicht als Feuerwehr komplett aus. Weiterbildungen haben zwischen den 2 Lockdowns ja stattgefunden. Da fanden Übungsabende statt, weil es war ja auch frei im Freien, man konnte praktische Übungen durchführen. Was jetzt im Moment oder momentan nicht geht, ist dann die Weiterbildung auf theoretischer Basis. Das heißt, jetzt ist schlechtes Wetter, wir müssen in den Saal. Das funktioniert momentan nicht, weil wir auf engem Raum mit mehreren Personen, das geht ja gar nicht. Man kann nicht Corona-Vorschriften haben, das heißt, die Person oder man darf nur mit 10 Personen sich treffen, mit 2 Haushalten. Und hier in der Feuerwehr kommen zig verschiedene Haushalte zusammen und mehrere Personen. Das funktioniert also nicht. Wir haben kein Problem, sage ich mal, mit größeren Einsätzen. Die Feuerwehr, die Männer und Frauen sind so ausgebildet, alles, was in den Einsatz fährt, die können ihr Handwerk aus dem FF, sage ich mal. Und wenn ich dann höre, ja, die Fußballer dürfen spielen, die Profis. Und die Feuerwehr darf nicht üben, aber es ist so. Ich kann mich nicht mit einem Fußballprofi vergleichen, der nicht systemrelevant ist. Das sind andere Punkte im Hintergrund, Geld verdiene, beziehungsweise Medien etc. und so weiter und so fort. Das kostet alles Geld, muss alles erwirtschaftet werden, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Wir als Feuerwehr sind systemrelevant, sind eine freiwillige Feuerwehr und wir müssen dem Einsatzgeschehen tagtäglich gegenüberstehen. Und wir müssen unser Einsatzgeschehen beherrschen und auch unsere Ausbildung dementsprechend beherrschen. Und die Feuerwehrleute, die in den Einsatz gehen, die haben ihre Grundausbildung schon hinter sich, die haben ihre Ausbildung soweit abgeschlossen, technischer Art, brandschutzmäßig. Also wenn da mal ein halbes Jahr, ein Jahr keine Übungen stattfinden, dann wird die Welt nicht zusammenbrechen. Und das Einsatzgeschehen wird trotzdem funktionieren. Sei es im Katastrophenschutz, wenn es ein größerer Einsatz ist, oder sei es in einem kleinen Einsatz, wenn jetzt nur ein Mülleimer brennt, sage ich mal. Jugendarbeit, sage ich mal, machen unsere Jugendfeuerwehr. Jugendfeuerwehr hatten wir jetzt seit dem ersten Lockdown gar nichts mehr gemacht. Jetzt, wo es dann hieß, wir können wieder. Und da hat die Landesjugendfeuerwehrverband hat gesagt, okay, vielleicht, aber mit Vorsicht zu genießen. Unsere Jugendfeuerwehr hat sich entschieden, das Ganze bis Ende des Jahres stillzulegen, den ganzen Übungsdienst, die Übungen. Man sagte, oder die Jugendwarte haben mit Recht gesagt, die gehen Kindergarten jetzt nicht, aber die Schule. In der Schule sind sie zusammen, dann kommen sie bei uns ins Feuerwehrhaus. Wer weiß, wo was herkommt. Wenn wir es im Feuerwehr durch die Jugend hereinbringen, dann fallen wir als Feuerwehr vielleicht aus. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, durch jetzt, siehe da, zweiten Lockdown, dass es die richtige Entscheidung war. Und dass man gesagt hat, wir setzen das Ganze aus bis Ende des Jahres.
Im nächsten Jahr werden wir entscheiden, wie es weitergeht. Wir werden jetzt mal den zweiten Lockdown abwarten. Es ist ja kein Lockdown, es ist ja eine abgespeckte Version des Lockdowns. Müssen wir ja mehr vorsichtig sein. Und dann sehen wir weiter, was mit der Jugendarbeit passiert. Als der erste Lockdown kam, mussten wir auch unseren Florianstag absagen. Natürlich, das ist unser Highlight im Jahr. Da finden Beförderungen, Ernennungen, die Übernahme von der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr statt. Konnte alles nicht stattfinden. Gut, dann sagten wir, ja, wir gehen in Oktober, da haben wir noch einen Ehrenabend. Der Ehrenabend findet dann statt, speziell nur für Leute, die dann für 25, 35 und 45 Jahre geehrt wurden. Oktober auch wieder Lockdown bzw. Teil-Lockdown. Das sind zu viele Leute in einem Raum, konnten wir nicht machen. Dann haben wir gesagt, wir gehen auf die Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier wird bestimmt stattfinden, Ende des Jahres, 19. Dezember. Was ist jetzt? Keine Weihnachtsfeier. Also du siehst, im ganzen Jahr fanden keine Feierlichkeiten oder sonst irgendwas statt, was jetzt zu unserem kameradschaftlichen Gesellschaftsleben dazu beigetragen hat, dass wir das soziale Gedanken auch ein klein wenig wieder ausleben können, miteinander, einer für alle, alle für einen und so weiter, konnte nicht umgesetzt werden. Was wir jetzt natürlich doch umgesetzt hatten, war natürlich das Gedenken am Florianstag auf dem Friedhof. Das konnten wir tun mit einer kleinen Delegation, mit Bürgermeister und ersten Beigotten. Die ließen sich das auch nicht nehmen, daran teilzunehmen. Da wurde ein Blumengebinde jeweils auf den Gräbern der verstorbenen Kameraden abgelegt, zum Gedenken an diese Kameraden, die hier in den Grundjahren unserer Feuerwehr alles aufgebaut haben, dementsprechend auch umgesetzt haben. Sonst hätten wir hier nicht so eine Feuerwehr stehen. Und das war uns eine Verpflichtung, das an diesem Florianstag durchzuführen. Auch mit Mundschutz natürlich auf dem Friedhof. Aber das war ein Highlight, sage ich mal, in dieser Veranstaltungsreihe. Was natürlich jetzt noch kam, das war Anschaffungstechnik, sage ich mal, dass man den ganzen gesellige Teil oder den kameradschaftliche Teil oder auch die Ausbildung wieder klein wenig in den Blick bekommt, dass man sagt, wir schaffen was Neues an. Wir haben jetzt eine Drohne angeschafft oder beziehungsweise Multikopter, Entschuldigung, Drohne ist ein bisschen Wort, was mehr in das Militär hineingehört, anstatt Multikopter. Den konnten wir anschaffen durch eine Spende der Volksbank beziehungsweise den Stadtwerken und der Förderverein unserer Feuerwehr hat da auch einen Teil dazu gegeben. Dieses Teil ist natürlich für uns als Einsatztaktik sehr relevant. Wir können es einsetzen bei Personensuche, ist ausgerüstet auch mit einer Wärmebildkamera für dann von oben eventuell Glutnester noch zu entdecken beim Dachstuhlbrand und so weiter und so fort. Also dieses Teil haben wir angeschafft. Dann ist jetzt gerade gestern haben wir ein neues Tanklöschfahrzeug für die Einheit Niedermark geholt. Halt alles unter Corona-Bedingungen. Wir konnten nur zu der Firma hinfahren mit 4 Mann, alles mit Maske für die Übergabe und die Einweisung dieses Fahrzeugs. Aber das sind solche kleinen Highlights, sage ich mal, für das Feuerwehrleben. Da wird jetzt wieder eine Gruppe gebildet, die sich um diese Multikopter oder diese Multikoptereinheit gebildet, die sich um diesen Multikopter kümmert, dass der in den Einsatz gehen kann. Finden auch kleine Übungen statt, weil das ja alles im Freien stattfindet, mit Mundschutz natürlich, Maske. Und die Einheit Niedermoor, wie gesagt, die kam gestern ihr neues Fahrzeug. Das wird jetzt natürlich auch begutachtet und wird jetzt ab nächste Woche aufgenommen. Das heißt inventarisiert und dann werden wir zusehen, dass wir es nach und nach in den Einsatz bringen. Das sind so ein klein wenig die Highlights oder das ist das, was wir dann in diesem Jahr so ein bisschen umsetzen konnten für unsere Feuerwehr. Umbau natürlich, Feuerwehr kommt dann auch noch, da sind wir auch dran, für unsere Feuerwache in die Höhe zu heben. Das heißt, wir werden hier im vorderen Bereich der Feuerwache noch ein Stockwerk drauf bauen wollen. Da laufen jetzt die Planungsmaßnahmen, dass wir mal sehen, wie wir finanziell dabei um die Ecke kommen, was das Ganze kostet. Hier im Haus selber hat sich ein bisschen was getan. Die Abendschutzwerkstatt wird jetzt umgebaut. Sie soll zum Ende des Jahres auch neu ausgestattet werden, aufgebaut werden und dann zum Ende des Jahres wahrscheinlich ihren Betrieb aufnehmen können. Das sind so diese Highlights um Corona drumherum, die natürlich stattfinden und umgesetzt werden. Aber wie gesagt, alles andere im gemäßigten Rahmen. Die Feuerwehrfeste, wie gesagt, sind ja alle gar ausgefallen. Wir konnten keinen Tag auf der Tür. Zu viele Menschen auf einem Platz. Funktioniert gar nicht. Was natürlich auch noch ein Highlight war, der St. Martin. Da bin ich Kameraden aus Niedermoor für diese Idee sehr dankbar.
Wir hatten gesagt, okay, Kameraden Niedermoor, Sie wollen das veranstalten, tun wir, machen wir. Sie sollen sich den Ablauf, Organisation, lief alles über Niedermoor. Dann kamen die Anrufe. Ja, da kamen Anrufe nicht nur aus dem Bereich Niedermoor, Reuschbach, Schrollbach, da kamen Anrufe aus der ganzen Verbandsgemeinde. Dann hatte mich der Wehrführer informiert und hat gesagt, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir das Ganze über die ganze Verbandsgemeinde. Die Kameraden aus Ramstein-Miesenbach werden euch unterstützen mit Fahrzeug, Mann und Maus. Aber wie gesagt, auch zu Corona-Bedingungen. Und dann kam zum Schluss am Meldetermin oder letzten Meldetag kamen dann 332 Kinder zu Wege. Die wurden dann alle abgefahren in den ganzen Verbandsgemeinde. Sprich von Kuttweiler angefangen über Miesenbach, Ramstein, Späßbach, Hütchenhausen, Katzenbach, Schrollbach, Niedermoor, Reuschbach, also rund um Sorglospaket. Und das wurde an einem Abend, an dem 11., innerhalb von 3 Stunden komplett abgeleistet. Die strahlenden Kinderaugen war sensationell. Ich war selbst mit rausgefahren, habe mir das Ganze angeschaut. Und der Einsatz von der Kameraden war schon hervorragend. Und Bäckerei Herbst hat diese Teile frisch gebacken mittags, die konnten wir mittags frisch warm abholen, in einzelnen Tüten verpackt, dass Corona-gerecht das Ganze auch ausgegeben werden konnte. Die Verbandsgemeinde hat diese ganze Aktion unterstützt mit dem Übernahme der Brezeln oder der Preise der Brezeln. Und da können wir stolz drauf sein für dieses ganze Unterfangen. Respekt gegenüber unserer Feuerwehrleuten oder über den systemrelevanten Einheiten, sage ich mal, Polizei, Rotkreuz und so weiter und so fort. Wo hört Respekt auf? Wo fängt er an? Für mich fängt der Respekt schon im Elternhaus an. Wenn ich den Respekt von zu Hause aus nicht gelernt bekomme, dass ich meine Eltern respektieren habe oder meine Eltern oder der Schullehrer, da geht es doch auch schon los in der Schule. Wie gesagt, wo fängt es an? Wo hört es auf? Früher bekam schon mal eine gelangt, dann war es auch gut. Ich meine, soll nicht jetzt heißen, dass so die Prügelstrafe wieder eingeführt werden soll. Aber man hatte einen gewissen Respekt entwickelt. Es gab natürlich auch Eltern, die dann auf den Kindern rumgeprügelt haben. Das soll natürlich auch nicht sein. Aber heute kann sich kein Schullehrer mehr was erlauben. Kein Polizist darf irgendwo Gewalt anwenden, weil es steht einer nebendran mit dem Handy, filmt es. Dann ist der Polizist wieder der Böse. Was zuvor geschehen ist, wird komplett totgeschwiegen, findet in diesem Film dann zum Teil nicht statt oder wird anders dargestellt. Und deshalb findet auch kein Respekt mehr gegenüber einer Polizei, einer Feuerwehr oder eines Rettungsdienstes statt. Weil der verloren geht, weil er nicht mehr gelernt wird. Ich und du, ich habe Respekt gegenüber dir vor deiner Arbeit, was du hier leistest, mich einlädst zum Interview. Das sind alles Dinge, die doch den Respekt erfordern von mir oder von Seiten von dir, dass du den Respekt uns gegenüber bringst als Rettungskräfte oder als Feuerwehr. Sagst, die Jungs sind super, die leisten ihren Dienst und denen zoll ich meinen größten Respekt. Und deshalb fahren wir auch raus, für den Leuten zu helfen, den Leuten Hilfe zu leisten, wo wir können. Und dann erwarten wir natürlich auch als Feuerwehr einen gewissen Respekt uns gegenüber. Findet natürlich bei uns noch statt. Also wir hatten jetzt noch nicht so einen Einsatz, das hieß, sind natürlich Sachen, wenn wir irgendwo hinkommen und ein Glutnest brennt oder sowas oder illegales Feuer, wir machen das aus, kommen die Wogen natürlich, schlagen auch mal hoch. Aber das hält sich alles in Grenzen. Es wird natürlich nicht gleich geprügelt oder sonst was, aber es hält sich in Grenzen. Aber ich gebe dir recht, der Respekt geht irgendwo verloren. Und nochmal, der fängt bei mir oder fängt sonst wo zu Hause an. Der muss gelernt werden, gepflegt werden, auch untereinander. Ich habe größten Respekt vor meinen Feuerwehrleuten. Und ich versuche auch, diesen Respekt meinen Feuerwehrleuten gegenüber zu zeigen und rüberzubringen. Dasselbe umgekehrt verlange ich aber auch. Oder empfinde ich jedenfalls immer so, dass ich das verlange. Weil anders da funktioniert das ganze Zusammenleben, oder unser soziales Zusammenleben, die Kameradschaft innerhalb unserer Feuerwehr nicht. Das funktioniert nur mit gegenseitigem Respekt, Verständnis und auch Verstehen. Natürlich, weil anders funktioniert keine Feuerwehr oder funktioniert das soziale Leben auch nicht. Wie du gesagt hast mit dem Respekt, natürlich, der Respekt gehört ja auch dazu, jetzt zu Corona-Zeiten, dass auch die Bevölkerung sich dementsprechend gegenseitig respektiert. Wenn ich jetzt hier wieder sehe,
mit den ganzen Demonstrationen, Querdenkern etc. Denken diese Querdenker auch einmal an die systemrelevanten Einheiten wie Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr? Oder geht das Querdenken nur in diese Richtung, dass sie sagen, ich bin jetzt diese Person, die jetzt in Freiheit leben will und diesen Gedanken nur umsetzen? Warum kann ich mich nicht dort einmal ein wenig zurücknehmen, ein wenig einmal einschränken, dass das Ganze als ganzes Gefüge für die ganze Menschheit, auch für unsere Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, zu einem guten Abschluss kommt und dass das Ganze so schnell wie möglich wieder in eine andere Richtung sich wendet, dass die Zahlen nicht mehr steigen, sondern dass es wieder in die untere Kategorie dieser Zahlen geht, dass wir wieder aus den roten Bereichen herauskommen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo diese Querdenkerei hingeht, aber das hat das mit dem Respekt zu tun, wie du gesagt hast. Findet leider in wenigen Köpfen statt, aber das sollte man mal als Menschheit darüber nachdenken, wie sieht das aus mit dem Krankenhauspersonal, das Überstunden leisten muss, dass die Intensivstationen voll werden, dass diese Menschen übermenschliches leisten, um Leben zu erhalten, Leben zu retten und wir auch Leben zu schützen. Darum geht es im Moment in Zeiten dieser Pandemie und dieses Lockdowns. Ich möchte erst mal dem Stefan danken, dass er mir die Gelegenheit gab, dieses Interview durchzuführen. Er kam auf mich zu. Hatte mich gefragt, Franz Josef, Sepp, wie kannst du dir das vorstellen, in Zeiten der Pandemie das Ganze mit mir umzusetzen? Haben wir getan, er hat das hervorragend ausgearbeitet. Kameraden, ich kann nur sagen, ich bin auf euch in Zeiten dieser Pandemie, dieses Corona, ja, wie soll ich sagen, Corona-Gedöns oder so, stolz. Ihr leistet die Einsätze ab zu Corona-Bedingungen, ihr habt euer Handwerk verstanden von der Pike auf, könnt auch ohne Übungsdienst die Einsatzdienste ableisten, Katastrophen dementsprechend auch behandeln, wenn es dazu käme. Wir, sei es in Ramstein oder sei es in Niedermohr, die Kameraden können sich sehen lassen, funktioniert. Ich bin stolz auf euch, von Führungspersonal an bis runter zum kleinsten Feuerwehrmann. Es wird alles umgesetzt, es wird an alles gedacht, funktioniert. Ich möchte mich nochmals recht herzlich bedanken und wünsche euch allerzeit gutes Gelingen und bleibt mir alle gesund. Danke euch.